Hallo, das ist jetzt die erste Lektion in diesem Excel Stück-für-Stück-Kurs. Und hier fange ich an mit der ersten Frage: Wozu eignet sich Excel? Mit Excel kann man mehrere Sachen machen. Erstens, man kann Tabellen erstellen, wie zum Beispiel jetzt, ich erstelle mal ganz schnell eine Tabelle. Okay. Und dann hier Artikel. Und dann gebe ich jetzt gerade meine Artikel ein. Okay. Mit Excel kann man auch Kalkulationen machen. Das werden wir dann in späteren Lektionen sehen. Man kann mit Excel auch Diagramme erzeugen. Säulendiagramme, Liniendiagramme, Kuchendiagramme und so weiter. Man kann auch Excel als Datenbank verwenden, indem man Daten in Excel anlegt und auch nach Daten suchen kann oder Daten filtern kann. Man kann auch Excel als Analysewerkzeug verwenden, indem man Riesendatenmengen einfach analysiert und gewisse Schlüsse dann rauszieht aus diesen Daten. Und man kann auch mit Excel eine gewisse Programme erstellen. Also das heißt, man erweitert Excel mit eigenen Programmen. Excel bietet eine Programmierumgebung, indem man auch seine eigenen Programme, seine eigenen Funktionen in Excel integrieren kann und somit Excel oder die Funktionalität von Excel erweitern kann. Eigentlich benutze ich auch Excel vieles als Prototyp. Ich erstelle viele so Maßprogramme für Firmen und da wird häufig Excel als Prototyp angewendet, weil in Excel kann man schnell ein Programm erzeuge ohne großen Aufwand, also sprich ohne große Kosten. Und somit kann der Kunde dann das Handling und die Handhabung des Programms sehen, bevor man mit dem richtigen Programm oder mit der richtigen Programmierung anfängt. Jetzt, wie ist Excel aufgeteilt? Jede Excel-Datei, die man speichert, ist eine Mappe oder eine Arbeitsmappe. Und jede Arbeitsmappe besteht aus mehreren Tabellen. Jetzt in dem Fall habe ich jetzt nur drei hier. Man kann mit diesem Symbol kann man weitere Tabelle hinzufügen. Also jetzt habe ich eine vierte, eine fünfte und so weiter. Hier kann man mit den Tabellen oder durch den Tabellen navigieren. Hier gehe ich zur ersten Tabelle, hier gehe ich zur letzten Tabelle und hier geht es dann weiter nach vorne und nach hinten. Wenn man jetzt wieder in die erste Tabelle geht, man kann jede Tabelle auch benennen. Man kann also quasi jede Tabelle einen Namen geben. Einkaufsliste. Ja. Und diese Namen sind unabhängig von wie die Datei heißt. Also die Datei wird gespeichert, die Mappe insgesamt wird unter einem gewissen Namen gespeichert und jede Tabelle hat dann ihren eigenen Namen, unabhängig von dem Mappennamen. Jetzt, jede Tabelle besteht aus einem Haufen Spalten. Jede Spalte hat so ein Alphabet als Name, A, B, C, D und so weiter. Und die Tabelle besteht auch aus Zeilen. Jede Zeile hat dann eine Zahl als Name oder als Identifizierungsmerkmal. Und da, wo man reinklicken kann, die heißen Zellen. Und jede Zelle hat eine sogenannte Adresse. Also zum Beispiel hier die Zelle ist dann der Spaltenname, in dem Fall D. Und der Zeilenname 8. Und das sieht man gleich hier, das ist die D8. Hier ist das dann die D4. Hier ist die F2. Ist immer Spalte und Zeile. Okay. Und ich gebe mal jetzt gerade noch zum Beispiel Anzahl rein. Und geben wir mal hier. So. Jetzt mit Excel kann man auch Formatierungen machen, wie in anderen Programmen, wie zum Beispiel in Word und so. Also zum Beispiel nehmen wir an, ich will hier die Überschriften fett machen. Ich kann jetzt diesen Bereich markieren und fett machen. Oder ich kann die ganze Zeile markieren. Ja, einfach auf die 1 klicken. Ich kann auch mehrere Zeilen markieren. Einfach auf eine Zeile anklicken und dann gedrückt halten und runtergehen, bis man die gewünschte Zeilenanzahl hat. Und dann sind die ganzen Zeilen markiert. Wenn ich jetzt fett mache, sind alle fett. Nicht nur die ersten drei, sondern alle anderen Bereiche sind jetzt fett. Okay. Und wenn ich das wieder wegmachen will, einfach wieder auf fett und so ist es dann weg. Und so, wenn ich jetzt die komplette erste Zeile fett machen will, das heißt,
wenn ich jetzt hier künftig weitere Überschriften haben will, die werden dann automatisch fett. Genauso kann man Spalten markieren. Okay. Und man kann dann auch alles markieren. Hier, dieses obere Kästchen hier, mit dem kann man dann alles markieren. Und so hat man die ganze Tabelle markiert. Man kann auch somit auch dann löschen, wenn man löschen will, oder formatieren. Also zum Beispiel rot machen und so weiter. Jetzt ein wichtiges Werkzeug beim Excel ist das sogenannte Runterziehen. Und das ist, nehmen wir mal hier ein Beispiel Text, zum Beispiel Auto. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, das ist der Cursor im Excel, der sieht so aus. Der zeigt mal, wo ich jetzt mich gerade befinde. Und hier sieht man, unten ist so ein schwarzer Punkt. Wenn ich jetzt auf diesen Punkt gehe, wird mein Mauszeiger, wandelt sich mein Mauszeiger in so ein schwarzes Kreuz. Das heißt, wenn ich jetzt die Maus gedrückt halte und einfach runtergehe, kopiere ich jetzt diesen Text auf die weiteren Zellen. Ich kann auch nach rechts ziehen. Dann passiert dasselbe. Ich kann nach links ziehen. Und ich kann nach, machen wir es mal 4, nach oben ziehen. Ja? Also man kann in jeder Richtung ziehen. Wenn man Texte einfach zieht, kopiert man eigentlich die Texte auf die Zellen. Wenn man Zahlen zieht, und zwar zwei Zahlen, nehmen wir an, ich habe 1 und 2, markiere diese 2 und dann ziehe ich runter, erzeuge ich eine Aufzählung. Ja, ich mache es nochmal hier, nehmen wir mal 1 und 2, markiere beide und ziehe runter. Wenn ich nur eine Zahl habe und ziehe runter, dann kopiere ich eigentlich diese Zahl. Aber wenn ich eine Aufzählung haben will, dann gebe ich zwei Zahlen. Warum brauche ich zwei Zahlen? Damit kann Excel diese Stufen zwischen den Zahlen wissen. Also zum Beispiel, wenn ich 1, 2, dann weiß Excel, dass die nächste Zahl ist dann 3, 4 und so weiter. Ich kann auch so machen, zum Beispiel alle ungeraden Zahlen, dann habe ich 1, 3, dann kommen dann jetzt 5, 7, 9 und so weiter. Ja, oder ich kann gerade Zahlen haben, 0 und 2 und okay. Ich kann auch 1 und 10, oder sorry, 1 und 11 zum Beispiel, das ist ein bisschen klarer. Und dann sieht man die Aufzählung. Also man kann so Aufzählungen machen. Deswegen hier diese Zahlen, die ich eigentlich am Anfang manuell eingeben habe, ich könnte so machen, 1, 2 und dann runterziehen. Das ist sehr praktisch, wenn man eine riesen Anzahl von Artikeln hat. Das ist ja sehr langweilig, jede einzelne Nummer einzugeben. Da kann man einfach erst die zwei Nummern und dann runterziehen. So hat man dann das, was man braucht. Man kann auch alphanumerisch, also zum Beispiel, wenn man jetzt so Codes hat, wie zum Beispiel M1, da braucht man jetzt nur 1 und man kann das dann runterziehen und so wäre das so M2, M3, M4. Man kann auch so machen, wenn man nur ungerade Zahlen hat, dann kann man M1 und M3 zum Beispiel und dann runterziehen und so hat man dann diese Aufzählung, wie man es haben will. Okay? So. Und jetzt hier kommt man noch was machen, und zwar, wenn man jetzt man kann neben dem Runterziehen kann man auch Zellen verschieben. Also runterziehen ist, wenn man reinklickt und man zieht einfach runter, also man achtet auf das schwarze Kreuz hier unten rechts und man zieht dann runter. Man kann aber auch Zellen verschieben, einfach reinklicken und da kriegt man nicht hier gehen, sondern irgendwo in der Zelle, an dem Rand der Zelle und dann sieht dieses Kreuz mit den Pfeilen und so kann man jetzt Zellen verschieben. Ja, man kann auch ganze Bereiche verschieben, wenn ich jetzt die Anzahl wegmachen will oder verschieben will, einfach an dem Rand gehen und so kann ich das alles verschieben. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel hier, ist quasi so wie Lego-Steine oder wie so Domino-Steine, man kann die einfach, man kann dann alles so umstellen, wie man es will. Okay? Das sind so die Möglichkeiten, die man mit Excel hat. Also runterziehen ist hier unten schwarzes Kreuz,
und dann weitergehen. Wenn ich jetzt, in dem Fall habe ich nur eine Zahl, dann kopiere ich einfach die Zahl runter. Wenn ich zwei Zahlen habe, dann erzeuge ich eine Aufzählung. Und verschieben ist, wenn man einen Bereich oder eine Zelle nimmt und dann einfach verschiebt. Man muss achten, dass man das schwarze Kreuz sieht. Okay, und nicht hier gehen, weil hier wird man dann quasi kopieren. Ja? Man muss dann hier weg von diesem schwarzen Punkt hier und dann könnte man dann das alles verschieben.